haben wir Süßigkeiten getestet. Und ihr seht hier, zwischen 3 und 4 Jahren war es nur 10% der Kinder, die tatsächlich irgendwas abgegeben haben. Die waren da Nutzenoptimierer, Homo economicus für unsere BWLer. Also ihr seht, ihr operiert in euren Modellen mit 3- bis 4-jährigen Kindern, so ungefähr. Bei den 5- bis 6-Jährigen sind es schon 20%, die tatsächlich was abgeben. Und wenn wir hier gucken, die 7- bis 8-Jährigen, die geben dann sogar, also bis zu 80% der Kinder geben dann was von ihren Süßigkeiten ab. Unabhängig davon, ob sie denjenigen kennen oder nicht. Es ist da einfach so verankert, dass sie es aus sich heraus auf jeden Fall machen. Teilen ist eine kulturelle Praktik. Das heißt, es wird im sozialen Miteinander erlernt. Und dieses Verhalten wird meistens auch bestätigt. Wenn ich was abgebe, werde ich gelobt. Oh, hast du fein gemacht, hast du gut geteilt. Es bestätigt sich aber auch im direkten Miteinander. Das Gegenüber freut sich und ich erhoffe mir davon, dass der oder diejenige dasselbe auch für mich tut. Und dieser Aspekt ist auch das, was das Annehmen meistens so schwierig macht. In unserem Kulturkreis gebe ich mit dem Annehmen einer Gabe, nämlich eine Verpflichtung ein. Ich möchte, dass der andere sich zumindest bedankt, dass er sich erkenntlich zeigt. Der andere fühlt sich aber meistens verpflichtet und auch ein bisschen abhängig von mir. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch, eine Hand wäscht die andere. Und wenn ich etwas geschenkt bekomme, fühlt sich es irgendwie doof an, wenn ich das so stehen lasse, ohne irgendwas zurückzugeben in irgendeiner Form. Und das ist im sozialen Kontext genau das Gleiche. Ich wünsche mir, wenn ich irgendetwas poste oder teile, dass es anerkannt wird, dass es geliked wird, dass es geteilt wird. Wenn das nicht passiert, laufen genau dieselben Prozesse ab wie im normalen Leben auch. Ich fühle mich zurückgestoßen, ich fühle mich nicht beachtet. Und es sind tatsächlich wirklich genau dieselben Emotionen, die wir hierbei eben auch erzeugen können. Und das ist auch ein sehr interessanter Faktor, damit wir sehen können, wie sich diese digitalen Werte mittlerweile zu richtigen Werten gemausert haben. Denn der Begriff des Teilens, der hat immer etwas mit Besitz zu tun. Aber wie definiere ich Besitz bei etwas, was so schwer fassbar ist wie Daten, die auf dem Community-Gedanken irgendwie gemeinsam erstellt wurden? Denk mal an Wikipedia und so weiter. Wem gehört das Ganze? Und ist es dann immer noch ein Teilen? Deswegen ist dieser Sprung zu Share Economy, wo tatsächlich wirkliche Werte geteilt werden, wie eine Couch, wie meine Zeit, mein Auto und so weiter, da auch so interessant. Und deswegen sind hier auch Leute bereit, tatsächlich auch Geld dafür zu geben, weil wir hier diese Brücke schlagen zu den tatsächlich materiellen Werten. Der Begriff des Teilens ist in unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedlich verankert. Und das hängt sehr stark an der Sprache, die wir sprechen. Sprache bildet die Kategorien in unserem Gehirn. Das heißt, die Sprache legt die Schubladen fest, in die wir Dinge einordnen und einsortieren. Und der Begriff des Teilens ist für mich mit klagevollen Mathematikstunden verbunden, für jeden wahrscheinlich irgendwie anders. Teilen ist in unserem deutschsprachigen Raum aber erstmal negativ konnotiert, weil wenn ich etwas zerteile, bleibt weniger übrig. Ich habe nur den halben Kuchen, irgendwie doof. Wenn wir diesen Shift machen in den englischen Sprachraum, dann haben wir da schon eine andere Konnotation. Die teilen nämlich diese beiden Akte des Zerteilens, weniger Habens, in Divide und das generöse Verteilen des Ganzen packen sie nämlich in den Begriff Share. Und dadurch ist Sharing überhaupt nicht mehr schlimm, weil es hat dieser Akt des Gebens in sich. Und das ist auch das Schöne daran, denn Teilen macht uns tatsächlich glücklich, praktischerweise. Der Psychologe Martin Seligman ist der Begründer der positiven Psychologie und er hat sich sehr intensiv damit befasst, was uns glücklich macht.
Und ein Teil, ein ganz expliziter Teil, ist eben auch das Teilen, das Geben und das Bekommen und dankbar sein dafür. Und sie haben Längsschnittstudien gemacht über mehrere Jahre, die gezeigt haben, dass Teilen, Schenken und Geben das generelle Gefühl, positive Gefühl, das generelle Zufriedenheitsgefühl mit dem Leben an sich um bis zu 6 bis 8 Monate noch nach dem Akt des Gebens entscheidend erhöhen kann. Also habe ich tatsächlich auch selber etwas davon, wenn ich etwas teile. Und es gibt dann auch wirklich einen interessanten Effekt im Gehirn, den die Forscher als Warm Inner Glow bezeichnen. Sehr schön klangvoll. Es ist dieses warme, schöne Gefühl im Bauch, was sich einstellt, wenn ich etwas gebe und verschenke. Und wir haben hier noch ein schönes Zitat. You can seek out others to share experience and tell others how much you value the moment. This is the single strongest predictor of level of pleasure. Das heißt, das steigert mein Wohlbefinden unheimlich, wenn ich es teile, wenn ich es weitergebe. Und wir haben einen ähnlichen Effekt wie bei einem großen Stück Schokolade oder bei Sex als Endorphineffekt im Gehirn, wenn wir etwas teilen. Das lässt jetzt Rückschlüsse auf die Teilfreudigkeit gewisser Kollegen zu, aber wir wollen das jetzt nicht ausführen. So. Bei der Recherche zu diesem Vortrag bin ich auf diesen interessanten Artikel gestoßen in einer Zeitung, die ganz zufällig im Zug lag. Ja, hierauf konzentrieren. Teilen ist das neue Haben wollen in der Bild-Zeitung, wer das Layout nicht kennt. Oh, ich verliere mein Mikro. Und ich habe mich gefragt, ob Teilen tatsächlich die bisherigen Tauschprozesse, diese ökonomischen Tauschprozesse ablösen kann. Ich gebe Geld, möglichst wenig Geld, um irgendwas ganz Tolles zu bekommen. Und ich glaube, so einfach ist es nicht. Wir sprechen hier von der sogenannten Collaborative Consumption. Das heißt, wir haben mittlerweile ein Gespür dafür entwickelt, dass wir mit immer knapperen Ressourcen, also tatsächlichen materiellen Ressourcen, arbeiten müssen. Und dieser Begriff der Nachhaltigkeit hat sich für uns viel mehr gefestigt. Das heißt, wir sind durchaus bereit, Dinge gemeinsam zu konsumieren und diesen Nachhaltigkeitsgedanken, der uns von klein auf irgendwie eingebläut, eingepredigt, in sämtlichen Unternehmensleitbildern irgendwo ganz fett markiert wurde, den auch tatsächlich umzusetzen, weil wir verstanden haben, was es damit wirklich auf sich hat. Und die Währung dahinter hat sich auch verändert. Es geht nicht um den Konsum an sich, sondern es geht auch um das Demonstrative daran. Ich möchte etwas zeigen. In meinem Fachbereich ist dieser Grundsatz, tue Gutes und rede darüber. Ja, jeder schon mal gehört. Und früher hat man das nur hinter vorgehaltener Hand getan. Und so, ja, darf man eigentlich gar nicht sagen. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Es ist sehr demonstrativ, wie man es macht. Weil ich möchte ja auch, dass die anderen das Ganze sehen, dass sie es wertschätzen. Und der Soziologe Irving Goffman hat sich mit dieser Thematik befasst. Ja, alle Kommunikationsmanager grinsen. es geht darum, dass er sagt, jeder von uns spielt Theater. Jeder von uns hat unterschiedliche Rollen, die er in unterschiedlichen Kontexten einnehmen muss, entsprechende Rollenerwartungen, die daran geknüpft sind. Und jeder von uns gestaltet diese Rolle eben auch unterschiedlich aus, je nachdem, welche Erwartungen denn da sind. Und wir waren noch nie so exposed, so herausgestellt, wie wir das jetzt mit unserem digitalen Selbst sind. Und wir hatten auch noch nie so viele Gestaltungsmöglichkeiten für unser digitales Selbst. Und deswegen ist das Schöne, dass dieses Selbst durch Teilen und generöses Weitergeben eben auch gestaltet werden kann. In diesem Kontext kann ich mein digitales Selbst formen und mir auch direkt das soziale Feedback
dafür einholen, wie ich das sonst peinlicherweise in so einem offenen Kontext wie hier machen müsste. So. Jede Teilhandlung, die ich öffentlich mache, die zahlt auf mein Profil ein. Ich etabliere mich als Expertin für Rennrad, Kettenblätter, weil ich irgendein kostenloses YouTube-Tutorial dafür hochlade. Oder als Kennerin irgendwelche Underground-, Grunge-, Indie-Rock-Bands. Das alles ist eine Möglichkeit. Und ich habe euch hier ein sehr schönes Beispiel aus der Musikindustrie mitgebracht. Das ist Amanda Palmer, ehemalige Frontfrau der Dresden Dolls, wenn das vielleicht was sagt. Ja, der Style lässt sich so am ehesten mit Kabarett-Art-Punk-Show beschreiben. Ja, ihr runzelt die Stirn zurecht. Und eigentlich würde man sich doch denken, wenn man mit sowas zu tun hat, dann freut man sich doch, wenn irgendein Major-Label Lust hat, einen zu vermarkten und zu pushen. Das war hier nicht so. Amanda Palmer und ihre Kollegen sollten in Verbindung mit dem Label für die Tour, für die CD $500.000 berappen müssen. Und haben dann lieber auf den Vertrag und die damit verbundenen Knebelkonditionen verzichtet. Und sie haben einen anderen Weg gewählt. Sie haben sich ihre Fanbase zunutze gemacht und die ganz aktiv in den Prozess mit eingebunden. Und zwar haben sie das Projekt hier auf Kickstarter eingestellt. Kennt jemand Kickstarter? Ja? Es geht darum, für die, die es nicht kennen, dass man sein kreatives Projekt auf dieser Plattform vorstellt und dann Spenden und Unterstützer generieren kann. Und das kann sehr gut funktionieren, wie wir hier sehen. Sie haben $1.192.793 generiert für das Projekt, welches hier vorgestellt würde. Das wollte ich euch einmal gerne zeigen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Philipp, wo liegt das? Na? Ich muss es, glaube ich, irgendwo hinschieben. Oh ja, ich helfe dir. Hilf mir! Da ist es. Und einmal Play. Und Ton. Den noch? Mach mal. Doch.
Pause. Ja, ich glaube auch. Einmal ein bisschen puffern. Ich sehe es hier aber nicht mehr. Da bin ich. Ich habe keine Maus. Da. Einmal kurz puffern. But. Ja. Das sieht gut aus. Reicht. Und wie stellt er jetzt um? Wie stelle ich jetzt gleich um? Ich mach's mal. Gut. Ja, es kann funktionieren. Hier? Da. Genau. Nein. Weiter. Ah, so. Wir sind bereit, eine Menge Zeit, Komfort, Sicherheit, Geld zu opfern, um Teil von irgendetwas zu sein. Egal, ob wir jetzt Autos oder Couches teilen oder Videos von lustigen Katzenbabys posten, wie hier vorne. Die entscheidende Triebfeder für unser Handeln ist nicht teilen und ist wahrscheinlich auch nicht haben, sondern meine Vermutung ist, dass es darum geht, an etwas teilzuhaben. Ja, und Teil von etwas zu sein. Und ich wünsche uns, dass wir heute an ganz vielen inspirierenden Vorträgen teilhaben können, die wir dann alle ganz fleißig teilen können, um mindestens so viel Endorphin wie bei einem großen Stück Schokolade in uns zu haben. Vielen Dank. Applaus.